Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video hier, der Winter der Winter. Er kommt so langsam. Winter is coming, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Genießt die letzten Sonnenstrahlen, solange sie noch da sind. Das kann schneller vorbeigehen, als man denkt. Und vor allem wirkt euch hin und wieder mal noch ganz sympathisch ein schmackhaftes Eis rein. Und vielleicht esst ihr ja mal mit einem anderen Menschen ein Eis und nicht ihr beide. Also die beiden Menschen verlieben sich ineinander, sondern die beiden Eiswaffeln mit den dazugehörigen Eissorten. Genau darum geht es in dem heutigen Dating-Simulator-Spielchen, das wir uns anschauen werden. Da liegt schon mal die eine Eissorte herum in Blau. Pfefferminze oder irgendwas Blaubeeriges oder hier die typische Kaugummi-Hubba-Bubba-Sorte. Und was ganz lustig ist, was ich schon entdeckt habe, als ich das Spiel hier kurz angeschmissen habe, wenn man auf Escape drückt, dann landet man direkt in so einem Menü. Und da kann man ganz coole Remixes draus machen. DJ. Hier im Bild ist ja noch was ganz anderes. Das sind die Pfeiltasten und Space. Ich drücke jetzt mal eine Pfeiltaste. Da klingelt das Handy. Snowcones! Ich dachte, das wäre ein Dating-Spiel und kein Horror-Game. Hey, last night was really fun. Would you like to hang out at the park today? Also, das ist die andere Eiswaffel, vermute ich jetzt mal, die sich hier meldet und die schreibt, hey, letzte Nacht, das hat echt Spaß gemacht, du. Hättest du Lust, heute im Park rumzuhängen? Und zwei Smileys in einer so kurzen Nachricht. Verurteilt ihr gar niemandem, aber ye? Yeah, comma, totally. I just need to get changed quick, see you in a bit. Send. Es ist ziemlich egal, was ich drücke. Es passiert einfach aktuell was. Er möchte sich jetzt so ein bisschen herrichten. Jetzt wird's hier noch zum Beauty-Tutorial. Die Eiswaffel, die wir spielerisch übernehmen, möchte sich jetzt herrichten. Hat hier drei verschiedene Deos, Toppings zur Verfügung. Hier einmal Gewürzketchup, Senf und süßen Ketchup, der ein bisschen heller ist. Ich nehme einfach mal das hier. Ich finde, das Türkis, das wir haben, dieses Himmelblau, dieses sehr, sehr helle Blau, das ist allgemein so ein bisschen pastellfarbenmäßig und da würde am besten das hier noch dazu passen, anstatt der anderen beiden Farben. Also drücke ich hier drauf. Das ist nicht die Farbe, die ich ausgewählt habe. Sieht jetzt eher so ein bisschen aus, als wäre hier diese Eiswaffel irgendwie auf so einem kleinen Massenmörder-Festival gewesen und hätte sich dort ordentlich ausgetobt. Dazu noch ein entsprechendes, also das war so eine Soße. Das war jetzt wohl vielleicht so eine Himbeersoße aufs Eis drauf. Und dazu gibt es jetzt hier noch die Möglichkeit, ein Topping zu nehmen. Ich gehe hier auch mit dem, was wirklich Farbe und Positivität ausstrahlt. Einfach mal draufgesquirtet mit dem ganzen Kram. Dankeschön, spielbereit, Battlefield 1. Ich habe mich eigentlich extra in Origin auf beschäftigt gestellt. Jetzt noch ein Schneifchen, ein Apfel oder irgendwie so eine große Wurst, die im Park von irgendeinem Hund rausgelassen wurde. Ich gehe mit der großen Wurst. Man muss ja auch zeigen, was man hat. Los geht's. Guck mal, da kommen sie beide angelaufen hier. Achso, ich muss auch laufen. Ich bin stehen geblieben erstmal. Ich muss mich hier bewegen. Ich muss draufdrücken auf dem Pfeil, damit wir uns auch in der Mitte treffen. Denn ansonsten fragt sich die andere Eiswaffel, was geht denn ab? Wieso steht denn, was macht denn die andere Eiswaffel hier? So, da sind wir. Das ist ein komischer Blick. War ich zu schnell? Also immer wenn ich drücke, verändert sich der Gesichtsausdruck. Ah, eine Begrüßung. Und das ist ja das, das ich auch schon im Hauptmenü aufrufen konnte. Mit dem Escape-Druck, den ich jetzt nicht wagen werde. Quasi so die Map. Da können wir überall hingehen. Entweder zum Milkshake. Schön ein paar Milkshakes. Sich reinknuspern. Dinotopia. Da muss man vielleicht aufpassen, dass die Dinos nicht anfangen, Lust auf Eis zu haben. Petting Zoo, Streichelzoo, ein Hügel oder ein wunderschönes Ferris Wheel, ein Riesenrad. Also so von der Romantik an sich würde ich den Hügel vorschlagen, vielleicht den Sonnenuntergang gemeinsam anschauen. Oder natürlich das Riesenrad, auch ein Klassiker. Ich drücke jetzt einfach mal hier nach oben. Kann ich wirklich komplett auswählen? Nee, ich kann doch gar nicht auswählen. Es geht jetzt erstmal Milkshake. Das sind ja voll viele andere Eiswaffeln. Das ist eine Welt voll. Wo sind wir? Da oben. Milchshake? Ja? Okay.
dann, ich kann mich jetzt bewegen. Ich bin jetzt endlich die Eiswaffel, die sich bewegen kann und auch andere Eiswaffeln. Hier, komm. Ihr liebt euch doch auch. Hallo. Ich hätte gern Milchshake. Wie sieht das aus? Du bist die erste Waffel mit Vanille-Eis, weißem Haar. Bist du eine alte Waffel? Hallo, ich hätte gern... Hier, siehst du mich jetzt? Ich hebe meine Hand. Nein, ich bleibe jetzt einfach hier. Das muss ja mal irgendwann was werden. So, jetzt aber. Hallo, hier bin ich. Ja, jetzt bekomme ich hier meinen... Na, da wird mir mein Milchshake schön zubereitet. Ein Milchshake für beide, so richtig romantisch dann, so mit so einem Strohhalm nur, oder vielleicht zwei und dann geht einer kaputt. Warum auch immer. Könnt ihr mal hier bitte, wie die den Gang verstopfen. Wie ihr alle den Gang verstopft. Bitteschön, ich hab uns einen, und noch eine Origin-Meldung. What you doing, Origin, what you doing? Jetzt kann ich auswählen, entweder Dinotopia oder zum Riesenrad oder zum Streichelzoo. Also... Da das Date ja noch lange nicht zu Ende ist und ich vermute mal, die wollen alles abklappern, werde ich jetzt einfach als erst zum Streichelzoo. Erstmal mit dem Streichelzoo anfangen und dann zu den größeren Tieren, nämlich zu den Dinos, übergehen. Ach, guck mal, wie süß hier. Da, ist das jetzt der, also, habe ich was falsch verstanden? Ich dachte, hier wird gestreichelt. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen, ich wage mich langsam heran. Da oben zwitschern die Vögel. Man füttert Menschen. Natürlich. Und man greift hier unten rein, zieht irgendwas aus den Wolken oder aus dem Busch oder aus dem Eis heraus, eine Eiswolkenlandschaft, schiebt das dann hier blub, schön ins Maul und zieht die Hand wieder raus. So hätte Attack on Titan auch ablaufen können, ist die alternative Storyline, die hier so ein bisschen untergebracht wird. Und plopp, komm. Ja, du bist ein... Oh ja, komm, aber hier jetzt... Willst du mir meine Hand vielleicht wiedergeben? Ja, nochmal was willst. Ach nee, das war's jetzt. Das reicht jetzt vollkommen aus. Dann, ich hatte eigentlich... Ah, das hätte man hier auch so ein bisschen sehen können. Jetzt macht natürlich auch das Symbol des Streichelzoos Sinn. Dinotopia sind dann wohl gleich... Die sind sogar kleiner. Die Dinos. Ach, da laufen wir gemeinsam rüber, über den Dino. Das sind bestimmt auch einfach gar keine lebendigen Dinos, sondern nur so Statuen. Irgendwelche Animatronics, die da gebastelt wurden. Oder möglicherweise auch Leichen. Das wäre allerdings nicht so romantisch. Ich will ja hier nicht die Stimmung zerstören. Zwischen den beiden Eiswaffeln, die doch nur die Liebe finden wollen. Springt! Och, und jetzt machen sie hier noch Schnee-Eiswaffel-Engel. Die sind schon sweet. Aber wie ich schon vermutet habe, es wird auf dem Berg, auf dem Hügel enden. Nachdem wir jetzt zur zweitromantischsten Attraktion gehen, nämlich dem Riesenrad. Und da wird ein bisschen geschnackt und geplaudert und ich wage mich langsam mit einem Druck auf die linke Pfeiltaste näher heran und ganz sachte, ganz vorsichtig, nicht zu schnell, nur ein bisschen zurück. Geh nochmal hier so ein bisschen, streichel dich erstmal eine Runde selbst, ja, hier, du hast ja noch so ein bisschen was an der Backe und im Auge natürlich auch. Jetzt langsam erstmal anstupsen. Erstmal so ein bisschen an der Schulter. Hier oben auch. Ja, das ist absolut nicht komisch. Und jetzt zur Hand. Oh. Zur Hand. Hat es funktioniert? Es hat jetzt... Oh Mann, sind die beiden nicht sweet? Der Hügel. Die letzte Station auf unserer eiskalten Liebesreise. Durch die warmen Gefühle des Herzens mit zwei Eissorten. Das ist es, was wir heute machen. Da sitzen sie und schauen auf diese große, wunderschöne Welt hinab, die sie gemeinsam heute im Zeichen ihrer romantischen Gefühle füreinander durchforstet haben. Und das Letzte, was ich mache, ist wieder mit einem Pfeiltastendruck mich näher heranzuwagen. Und da sitzen sie, die beiden Eiswaffeln. Ja. Schon irgendwie sweet. Thanks for playing. There were supposed to be more date activities, but it turns out we suck at making games. Das würde ich nicht sagen. Da ist auch hier die Milchverkäufer-Eiswaffe.
von der ich ja schon dachte, dass sie so ein bisschen aussieht wie so eine Omi. Es gibt tatsächlich einen zweiten Teil, der jetzt erst vor kurzem herausgekommen ist. Den können wir uns, wenn ihr auch Bock darauf habt, auch noch anschauen. Ich finde, das ist einfach mal so eine kleine, leichte Prise. Es ist wie ein Eis. Es ist wie ein Eis. Ein kurzer, süßer Spaß für zwischendurch, von dem man vielleicht auch nicht zu viel zu schnell in sich aufnehmen sollte. Ansonsten gibt's Gehirnfrost. Aber was hier nicht einfriert, das ist das Herz. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Peace out. Love and peace. Hand, Herz. Seid so wie die Eiswaffeln. Ciao, ciao.